85 Euro eine Jogginghose? Krasse Scheiße. Was geht ab, Friends? Ich bin's, Luisa. Schön, dass du bei einem neuen... Ich habe extra meine Augen zu, damit du meinen Make-up-Look siehst, wie du mit am Start bist. Das ist so im Moment. Ich habe mich 2 Stunden geschminkt. Für was? Dafür, dass es hier niemand sehen wird. Ich habe keinen Anlass dafür. Deswegen wirst du das jetzt für mich sehen und du wirst sagen, dass es ganz toll aussieht. Und diesen und noch weitere sehr coole Looks findest du übrigens auch auf meinem Instagram-Account. Da heiße ich genauso wie hier Luisa Crashen. Und dann bist du tagtäglich bei meinem Alltagswahnsinn mit am Start auf Instagram-Stories und bei meinen neuen Make-up-Bildern. Ach, diese Ombre. Diese Outfit-Challenge-Videos hat sich tatsächlich zu einem festen Format auf meinem Kanal entwickelt, weil die Videos echt wirklich so gut bei dir ankommen. Ich habe bis jetzt schon H&M vs. Kick gedreht und dazu auch noch H&M vs. C&A. Aber ich brauche trotzdem noch weitere Vorschläge, welche Läden ich gegeneinander austesten soll. Also falls du 1, 2 Vorschläge hast, schreib sie mir definitiv unten in die Kommentare. Aber dieses Video war auch ein Vorschlag von einem von euch. Und zwar tatsächlich Nike vs. Adidas. Es wird ein bisschen sportlich heute und nackt. Ohne Witz, ich werde nackt sein. Zusätzlich zu den ganzen Outfit-Challenges, die ich auf meinem Kanal mache, kriege ich auch so viele Anfragen, woher ich meine Klamotten in Videos, aber auch hier auf Instagram habe, da ich auch dort sehr viele Outfit-Bilder poste. Deswegen auch, um es dir ein bisschen einfacher zu machen, habe ich mich jetzt nun endlich auch bei der kostenlosen App 21 Buttons angemeldet. Vielleicht hast du von dieser App von dem einen oder anderen Influencer-YouTuber gehört und ich muss ehrlich sagen, ich finde die App wirklich richtig cool. Zumindest die Hauptfunktion der App ist einfach super nützlich. Aber das wirklich cool drin ist, dass du bei den Outfit-Bildern, die du postest, dann tatsächlich den direkten Shop verlinken kannst und auf das Bild klicken kannst und einfach genau die Klamotten nachshoppen kannst, die auf den Bildern halt drauf sind. Hier auf der Entdeckenseite kamen super viele Inspirationen zu Outfits sehen und natürlich hier ist mein eigenes Profil. Dort heiße ich genauso wie hier Luisa Crashen. Ich würde mich definitiv freuen, wenn du auch hier zu der Crashen Family, auch auf 21 Buttons, mit am Start wärst. Da habe ich auch schon einige Bilder drin, gerade bei den Bildern, die wirklich sehr oft angefragt wurden, woher ich meine Sachen habe. Zum Beispiel klicke ich jetzt hier auf ein Bild, was ich gepostet hatte und du siehst diese Punkte und dann tippe ich mal auf die Hose, weil die Hose mich interessiert und hier siehst du, die Hose habe ich von einem Online-Shop Shein und dann kannst du direkt hier, wenn du auf den Punkt klickst, direkt auf Kaufen drücken und dann öffnet sich der Shop genau zu der Seite, ja, mit der Hose, die ich da gerade anhabe. Was sogar noch besser ist, du selber kannst natürlich auch einen Account erstellen und du selber kannst auch Bilder von dir posten mit Outfits und die auch ebenfalls mit dem jeweiligen Shop verlinken. Und wenn dann über deinen Link deine Klamotten nachgekauft werden, bekommst du eine kleine Provision. Und hier bei meinen Belohnungen kriegst du dann den Betrag direkt hier drauf und ab 10 Euro wird es dann direkt auf dein Konto zugebucht. Ich finde die App einfach super praktisch, gerade weil sie auch Nutzen für beide Seiten hat, auch weil du einfach ein bisschen was dazu verdienen kannst und dein eigenes Profil erstellen kannst und ich dann auch alle Fragen beantworten kann, woher ich dann auch meine Sachen habe, weswegen ich das auch hier mit diesem Video auch definitiv unterstützen wollte. Ich verlinke dir direkt meinen Link zum Profil von 21 Buttons direkt unten hier in der Infobox. Das ist der erste Link, da würde es mich wirklich riesig freuen, wenn du auch dort zur Crash Family auch bei 21 Buttons mit am Start wärst. Bitte, bitte sehr gnädig in den Kommentaren. Ich habe schon öfters in meinen Videos gesagt, dass ich auch nicht super zufrieden mit meinem Körper bin und dass man auf jeden Fall meinen Körper nicht als Vorbild sehen sollte. Beides sind Sportmarken, kennt man, aber gibt es auch tatsächlich Unterschiede? Ich habe das jetzt als allererstes Mal mit einem Sport-BH versucht. Das ist jetzt nur mein komplettes Adidas-Outfit. Ich bin komplett ausgestattet mit Schuhe, Jeans, wahrscheinlich Jeans, Schuhe, Leggings und natürlich auch Sport-BH. Trotzdem fühle ich mich richtig sportlich. Also ich habe auch richtig Lust auf Sport, einfach weil die Klamotten auch irgendwie schon stylisch und auch modisch aussehen. Also für ein bisschen so elastischer Sportstoff finde ich das schon ein bisschen teuer. Also wenn ich gerade mich so ein bisschen bewege, merke ich schon, das ist alles sehr eng und es wackelt auch nicht. Kennst du dieses Gefühl, wenn du die Treppen hochläufst und du deine Brüste so halten musst, weil sie so hin und her wackeln und das dann wehtut, weil sie so wackeln wie in den Treppen? Kenn ich auch nicht, ist okay. Aber meine Schwester kennt's, gell? Mit deinem Doppel-D und bis zum Boden. Kennst du so eifersüchtige Geschwister? Nee, ich bin dann die Schwester, die nichts gekriegt hat. Ist auch hier mit diesem geschwungenen Rücken, warum das so ist, ist, keine Ahnung, ergonomisch, aerobic. Es ist halt schon sehr, sehr eng, aber ich fühle mich auch echt wohl. Ich muss die ganze Zeit hier ranfassen, weil es ist so fest und kompakt alles ist. Das kannst du dann auch so machen, wenn du joggen gehst. Fass dich dann einfach immer an.
Das ist jetzt hier die Nike-Variante von meinem Sportoutfit. Hat auch hier ganz groß ein Nike-Logo. Das ist einfach so dieser simple, typische Sport-BH. Hier haben wir aber auch einen Preisunterschied von ungefähr 20 Euro. Und irgendwie versuche ich gerade diesen Preisunterschied so zu erfüllen. Ich hier so betatsche, aber tatsächlich kann ich es verstehen, dass der hier auch nur 30 kostet, weil das ist hier so komplett so einlagig. Also es ist wirklich nur ein Stoff. Wenn ich mich so ein bisschen bewege, das bisschen an Brüste, was ich habe, das bewegt sich tatsächlich stärker auf und ab. Und beim Adidas Sport BH war es halt nicht so. Und ich glaube auch deswegen, weil beim Adidas Sport BH gab es halt ein bisschen mehr Halt. Und hier ist es tatsächlich nur dieser eine Stoff. Also ich bin gerade irgendwie erstaunt, dass man meine Nippel nicht durchsieht. Weil es ist wirklich nur der eine Stoff. Der einzig wirklich krasse Unterschied, den ich auch hier wirklich gefühlt und auch gesehen habe, ist, dass der Adidas Sportbar tatsächlich gefüllt war. Also mit solchen Pads einfach gefüllt war. Aber vom Brüstehalt, vom Brüstegehalt, würde ich dann doch eher zu Adidas tendieren. Und naja, Größe hin oder her, beim Sport möchte ich dann schon gerne noch ein bisschen mehr Halt. Deswegen geht der Punkt wirklich mit ganz, ganz schwer schon zu Adidas. Aber es kommt doch ganz schwer drauf an. Aber es kommt doch ganz arg drauf an, was für eine Brüstegröße du hast. Und ich denke auch mal, dass Nike bestimmt auch Sport-BHs hat, die genauso gefüttert sind. Bloß das war jetzt so das Ähnlichste, was ich jetzt dazu finden konnte. Das Outfit vervollständige ich jetzt auch noch hier natürlich mit der passenden Leggings. Die Leggings kommt hier wirklich in einen super dünnen Stoff. Also man kann gefühlt alles durchsehen. Hoffentlich sieht man hier diese Region nicht, aber gut. Adam und Eva-Style. Die Leggings sind wirklich ein super schönes Muster, aber bei 40 Euro für so eine Leggings, die wirklich einen super dünnen Stoff hat. 45. Okay, ich bin die Einzige, die sich wegen den Preisen hier beschwert, aber... Ist halt atmungsaktiv. Ja, atmungsaktiv. Und das ist wahrscheinlich die teuerste Atmung meines Lebens. 40 Euro fürs Atmen. 45. Optisch gesehen muss ich schon sagen, motiviert mich das schon. Es sieht cool aus und gibt mir noch so den Rest von Energie. Finde ich das schon nicht schlecht. Also es lohnt sich schon so ein bisschen, was in Sportklamotten zu investieren. Aber ich fühle mich super auch beweglich und ich bin auch mega gespannt, ob Nike da ein gleiches Gefühl hat. Ja, ich habe jetzt einfach so ähnliche, so bemusterte Leggings gekauft. Das erste, was mir auffällt, irgendwie sieht man diese Unterhose drunter. Fand ich für eine Leggings auch hier ein bisschen komisch. Es ist nicht so dieser Leggings-Stoff, den ich jetzt bei Adidas hatte. Das ist halt so besonders. Also es fühlt sich auch anders an, aber ich kann jetzt nicht sagen, was für Stoff das ist. Ja, das kann ich dir sagen. Und zwar soll das ein Tüllnetz sein. Wahrscheinlich auch 80 Euro von Leggings, oder? 75 tatsächlich. Geht auch ein bisschen rum. Also falls du irgendwie am Bauch was kaschieren musst, passt hier ordentlich was rein, weil der Bund ist so mega elastisch. Die Adidas Leggings hat vorne noch einen Bund, ja, was ja auch sehr stylisch aussah. Und hier hast du eben diesen High-Waist-Effekt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber beim Sport finde ich, je unauffälliger ich aussehe, desto besser. Normalerweise stehe ich echt auf bunte Klamotten, auf bunte, schrille Muster. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es so krass an meiner Unsicherheit, so von meinem Körper, dass ich das nicht so gern zeigen möchte. Beziehungsweise je weniger ich auffalle, desto besser. Und das sind gerade diese Leggings mit diesen bunten Mustern gerade nicht gerade von Vorteil bei mir. Aber es war jetzt auch so eine von den neuesten Kollektionen, die ich auch eher vermehrt gesehen habe, weswegen ich auch bei beiden mal so was Gemustertes anprobieren wollte. Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt High Waist definitiv besser, also ein hoher Bund. Ich mag es, wenn so mein Bauch so geschützt ist und das alles schön da drin eingepackt ist. Und der Stoff war einfach auch wirklich hochwertiger und robuster. Deswegen auch hier zur Funktionalität des Sportes würde ich dann Nike eher den Punkt geben. Natürlich dürfen auch kuschelige Sweater da nicht fehlen. Und bei beiden habe ich auch richtig geile gefunden. Als nächstes habe ich hier so ein Sweatshirt, Sweatpulli in so einem heftigen Orange von Adidas und ich glaube einfach dazu, es ist so dieser typische Adidas Sweatpulli, was ich aber auch gerade in so krassen Farben mega schön finde. Hier hat es diese typischen drei Streifen in weiß und die sind halt eher so drauf genäht. Außerdem finde ich es eigentlich auch echt schön, dass hier das Logo so klein und süß ist, also so filigran und nicht so riesig, weil es gibt ja auch so Oberteile, die so riesige Logos haben und das finde ich einfach auch eher besser. Preislich, wie waren wir da? 65. Und klar, Adidas ist Adidas, aber wenn ich jetzt so hier reinschaue, hier ist es halt
relativ rau und halt super, super dünn. Ist jetzt auch nicht so ein heftiges Sweatshirt, was mich jetzt besonders warm halten wird. Ist halt eher so ein Sweatshirt, Hauptsache gut aussehen so. Man zahlt halt dann auch eher für Adidas. Aber die Farbe ist geil und so Neonfarben sind ja so gerade sowieso im Trend. Ich finde, das passt auch gut mit deiner Haarfarbe. Gell, sieht geil aus. Die Gegenvariante zu dem Adidas Pulli habe ich jetzt hier von Nike. Ist jetzt auch nicht so die perfekte gleiche Farbe, aber ist immerhin so ein Sweatshirt. Das ist jetzt eher so Eiergelb, würde ich mal sagen. Gelb-Orange. Hier trifft natürlich wieder so der Fall ein. Logo über das komplette Shirt, was bei Adidas jetzt nicht so war. Haben wir nochmal das Logo, also doppelt gemoppelt ein bisschen. Und das Logo ist natürlich komplett nur drauf gedruckt. Also es ist nicht drauf bestickt wie bei Adidas, sondern nur drauf gedruckt. Und ansonsten hier super dünner Stoff. Also noch dünner geht's nicht, sogar noch dünner als der von Adidas. Preislich sind wir bei beiden gleich, tatsächlich 45 Euro. Mir persönlich gefällt auch Adidas an dir besser. Ich mag dieses Enge da unten nicht. Ja, genau. Hier oben hat es nämlich noch so einen Bund, als wäre das so ein Taillenbund irgendwie. Also liegt nicht so locker wie jetzt das von Adidas, sondern ist super ja, enger und wie so ein Gummizug gefühlt. Bist du so ein Typ, der gerne die Logos von den Marken hier vorne ganz gern groß drauf hat? Also ich denke mir immer, je kleiner und je unauffälliger, desto besser. Aber es ist einfach so mein persönlicher Geschmack. Der Pulli von Adidas war einfach mit viel mehr Mühe bearbeitet worden, gerade wegen den Bestickungen oder mit den Streifen, die extra angenäht sind. Und ich weiß, weil ich auch selber mal Klamotten gemacht habe, dass es alles zusätzlich kostet, egal was für eine zusätzliche Sache man draufnäht, man macht. Es ist mehr Arbeit und somit auch ein teureres Produkt. Da hat sich Nike einfach gedacht, nö, wir drucken das einfach drauf und nehmen einen super dünnen Stoff und dann können wir das für 50 Euro verkaufen. Hier geht definitiv der Punkt an Adidas. Jogginghosen dürfen natürlich auch nicht fehlen und ich liebe Jogginghosen, ich lebe in Jogginghosen. Diese Jogginghose hier hat die 3 Tage an und I love it. 85 Euro eine Jogginghose? Krasse Scheiße. Ich war gerade echt ein bisschen geschockt über den Preis einer Jogginghose. Für 85 Euro gefälligst sollen die, keine Ahnung, meine Beinhaare selbst rasieren oder so. Der Stoff ist auch mega. Der ist schon dick. Das ist so, wie ich es mir auch bei diesem Pulli vorgestellt habe, was ich dir ja vorhin gesagt habe. Da ist so richtig so dieser dicke Stoff drunter, was auch richtig warm hält. Diese Fleece. Seitlich hat es jetzt keine 3 Streifen, wie so typisch von Adidas. Es ist halt eher unten am Bund. Ansonsten ist es halt schon voll die auffällige Farbe, aber stylingtechnisch schon nicht schlecht. Alter, hast du gesehen, was für Kurven mir diese Jogginghose macht? Und das ist nur eine Jogginghose. Das macht mich komischer. Ich meine, ich habe Hüften, ich habe einen Po. Also deswegen ist die Hose schon... Sind die 85 Euro dann wert, mehr Hüften zu haben? Ich glaube schon. Oh mein Gott, wird jetzt die ganzen Leute Kommentare. Ich will gar nicht wissen, was auf mich zukommt, dass ich 85 Euro für Hüften ausgebe, aber... Also 50 Euro für eine Jogginghose finde ich auch noch sehr grenzwertig. Eine Jogginghose 50 Euro ist okay. Gute Nike-Hose. Da können sich die Gemüter streiten, aber 85 war ja überirdisch. 85. Aber hier kann ich auch wiederum verstehen, warum die jetzt günstiger ist als die jetzt von Adidas mit 85 Euro. Zum Beispiel hat die jetzt hier so, die ist nicht so doppelt, ist auch hier wieder eine super dünne Jogginghose, hat gefühlt halt so nur einen Stoff, also so einlagig, hat nicht so dieses gepaddete, gefließte innen drin wie bei der Adidas Hose. Das ist schon mal so ein Riesenpunkt, warum sie günstiger ist. Nike Logo ist auch hier nur drauf gedruckt und nicht bestickt und was ich halt krass finde, Nike Logo irgendwo hier unten an der Wade. Ich finde sie sowieso unpassend an dieser Stelle, als hätte man ums Verrecken noch einen Ort gesucht. Wo kriegen wir noch ein Logo irgendwie in dieser Hose drin? Also, leicht unnötig, oder? Also, naja. Eigentlich ist es nur dieser Fließstoff, der ein bisschen dicker ist, was bei Adidas so ist. Aber ansonsten dafür 30 Euro mehr zu verlangen, da geht auch echt die Nike-Hose definitiv klar. Generell würde ich Jogginghosen auch wirklich so echt nicht unterschätzen. Ne? Das ist immer so einer der wichtigsten Klamotten, finde ich meiner Meinung nach. Und auch wenn es nur für zu Hause ist, aber es ist doch geil, wenn man auch zu Hause so geil aussieht. So. Ich meine, wozu habe ich mich hier 2 Stunden lang geschminkt? Für niemand. Aber Hauptsache geil. Kein Leben. So teuer dafür, dass du sie nur eigentlich nur zu Hause trägst? Ich tue mich gerade echt ein bisschen schwer. Hier würde ich ehrlicherweise sagen, Adidas lohnt sich mehr. Der Stoff war einfach viel dicker, viel irgendwie warmhaltender. Das hat sich wirklich nach was angefühlt. Und da bei Nike habe ich auch wirklich einfach nur gefühlt, das war einfach nur super dünn und super, ja,
billig provoziert, sagen wir mal. Schreibt mir auch definitiv in die Kommentare, welche von den beiden Läden deiner Meinung nach gewinnt, beziehungsweise welche Marke du generell auch von den beiden eher bevorzugst. Das will ich mal wirklich brennend interessieren. Beide Marken sind wirklich auch bekannt für ihre Sneaker, für ihre Sportschuhe. Und natürlich habe ich, klar, keine 1:1 gleiche Schuhe mehr gefunden, aber zwei recht, sagen wir mal, berühmte Modelle, die man eigentlich doch recht gut miteinander vergleichen kann. Das wohl interessanteste, die Nike-Schuhe versus die Adidas-Schuhe. Aber ich habe so, sagen wir mal, so die zwei, sagen wir mal, Hauptschuhe, beziehungsweise so die berühmtesten, bekanntesten Schuhe genommen, die sich gar nicht mehr so unähnlich sehen. Bei Adidas habe ich hier die Superstars. Die gefühlt hat, glaube ich, jeder. Ich finde die halt auch mega. Das ist so ein Standard. Super schöner Straßenschuh. Und bei Nike habe ich dann die Air Force France. Ja. France, Francais, Croissant. Air Force One. Wenn ich die jetzt so Fuß an Fuß habe, optisch, boah, da gefällt mir Nike schon ein ganzes Stück mehr. Aber bei den Air Force ist zwar alles weiß, aber ich weiß nicht, hat auch die dickere Plateausohle. Ein optisch gesehen. Und die sind auch ein bisschen gemütlicher. Ich glaube, wegen dem Plateau sind die auch ein bisschen gemütlicher. Also die Nike. Und die passen nicht nur zur Jogginghose sehr gut, auch zu Jeans. Ja, ja. Also man kann die wirklich sehr klassisch tragen. Ich weiß, es ist ganz stark eine Geschmackssache, aber mir gefällt tatsächlich der Schuh von Nike optisch einfach besser. Ich denke, hierbei gehen die Meinungen wirklich sehr stark auseinander. Ich denke, es gibt viele Fans für Superstars und viele Fans für den Nike-Schuh. Da bin ich auch echt mal gespannt, welche Schuh du von den beiden genommen hättest. Schreib's mir definitiv. Wenn man jetzt die Outfits bedenkt, die ich zusammengestellt habe, finde ich, dass klamottentechnisch Adidas wirklich sehr, sehr hoch ist. Aber schuhtechnisch ist dann Nike wirklich an besserer Stelle, finde ich. An dieser Stelle danke ich dir fürs Zusehen und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon ganz schnell in einem neuen Video wieder. Bis dann!